Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Herzlich willkommen zum ersten Sonntag nach Ostern mit dem Namen quasi Modi Geniti, was übersetzt heißt, wie die neugeborenen Kinder, abgeleitet aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3. Dort heißt es, Gott sei gelobt, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Um das Leben auch nach Osten, liebe Gemeinde, weiterhin meistern zu können, brauchen wir auf dem Marathon des Lebens, und so geht es ja vielen, Gottes Beistand. Die Jünger Jesu im Johannesevangelium sind für uns heute ein Spiegelbild. Schneller als erwartet leben sie in der Vergangenheit so, als hätte es sie so nie gegeben, als wäre Ostern nicht geschehen. Um zu hoffen, brauchen wir den Auferstandenen, denn Jesus sorgt für uns. Deswegen feiern wir Gottesdienst, weil Gott uns dient. Der Gottesdienst ermutige so, stärke den Glauben und gebe euch die Hoffnung, die ihr braucht. Ein Mensch, der nicht hofft, verzichtet auf seine Freiheit. So Nils Boing. Aber wir sind frei. Wir tun das nicht. Wir hoffen. So lasst uns beten. Gott, du schenkst Zeit. Du bist da für uns, auch wenn wir dich nicht sehen, auch wenn wir dich gerade vielleicht nicht hören. Aber deine Liebe ist wie ein Fluss, der fließt, auch dann, wenn wir nicht mit ihm verbunden sind. Was für ein Geschenk, Gott. Danke, dass du uns zuwendest. Danke für deine Zuneigung. Mach dich jetzt auch bemerkbar, heute hier in diesem Gottesdienst, dass wir dich spüren und gib uns das, was wir brauchen, Ermutigung. Gib uns Wegweisung, zeige hin, zeige uns den Weg, wohin wir gehen sollen. Zeige den Weg für unsere Gemeinde, aber sei du Subjekt, dass wir nicht planlos umherlaufen, sondern dass wir geführt werden von dir. Denn mit Lied 478, von dem ich jetzt die ersten beiden Strophen lese, gilt: Jesus, meine Zuversicht und mein Heiland, ist im Leben. Dieses weiß ich, sollte ich nicht darum mich zufrieden geben, was die lange Todesnacht mir auch für Gedanken gemacht. Jesus, er mein Heiland lebt, ich werd auf das Leben schauen, sein, wo mein Erlöser schwebt. Warum sollte mir den grauen? Lässet auch ein Haupt sein Glied, welches es nicht nach sich zieht. Verbei uns. Jetzt. Amen. Thank you.
aus dem Johannesevangelium, Kapitel 21, Vers 1 bis 14. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr! Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Wir hören jetzt den Melodie zum Lied »Wir wollen alle fröhlich sein«, aber zuerst lese ich Ihnen die ersten drei Strophen vor. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit. Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist. Ihm sei Lob, Ehre zu aller Frist. Er hat zerstört der Höllen Pfort, die seinen alle herausgeführt und uns erlöst vom ewigen Tod. Halleluja, 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 Halleluja! Gelobt sei Christus, Mariens Sohn.
In Jesu Namen, Amen. Liebe Gemeinde, ihr seid heute eingeladen, zurückzuschauen, zurückzuschauen, was 2000 Jahre vor uns geschehen ist, wie die Jünger sich verhalten haben nach Ostern. Und ich finde das wahnsinnig spannend, wenn es denen da schon so geht, wie es vielen in unserer Zeit heute geht. Damit haben nämlich die Jünger die Gemeinde damals nicht gerechnet. Längst sind sie wieder im Alltag versunken, wie das ist, mit Frust und Lust. Längst sind sie wieder verstrickt in das Gewebe von Erfolg und Misslingen. Sie blicken auf ihre Hände und was die zu Wege bringen. Dass da einer am Ufer ein Festmahl für sie vorbereitet, wie sollten sie damit rechnen? Gerade bei den Jüngern das allererste Ostern widerfahren. Der auferstandene Christus war ihnen begegnet, hatte sie ausgesandt und ihnen den Heiligen Geist zugesprochen. Aber schon ein paar Tage später ist der Zauber verflogen und der Alltag hat sie wieder eingefangen. Jetzt geht es ums Überleben, um Essen, ums Trinken und das, was man halt braucht. Und Jesus hat sich verabschiedet, den Auferstandenen haben sie zwar gesehen und sie haben geglaubt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, aber nun ist der Alltag wieder eingekehrt. Irgendwie muss das Leben ja weitergehen. Und wir? Auch bei uns ist das Leben weitergegangen. Auch wir sind wieder eingetaucht in unseren Alltag. Manche mit Wust und andere mit Lust, verstrickt in das Gewebe von Erfolg und Misslingen. Wie sollten wir eine Woche nach Ostern damit rechnen, dass uns noch einmal ein Festmahl bereitet wird und dass der Auferstandene selbst in unser Leben tritt? Rechnest du damit? Erwartest du ihn in deinem Leben? Vielleicht fühlst du dich auch ertappt. Wie groß waren die Gefühle, als der alte Osterruf wieder zu hören war? Und wir haben ja lautstark gerufen hier, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wir greifen, danke schön. Wir ergreifen die Osterbotschaft, dass der Tod nicht das letzte Wort über uns haben wird. Aber nach Osterworten befällt uns Menschen wieder die alltägliche Angst und Sorge um das eigene Leben, was ja auch verständlich ist. Ob genug da sein wird zum Leben? Wie gehe ich mit meiner Trauer um? Halte ich das aus? Wenn einer vor mir gegangen ist und nicht mehr da ist, möchte ich überhaupt noch weiterleben? Habe ich die Kraft dazu? Was soll das Ganze? Heute habe ich gehört im Radio, wie viele suizidgefährdet sind, besonders junge Mädchen in den Familien, in denen viel Gewalt herrscht. Ob mir die Gesundheit erhalten bleibt, ob ich nicht zu kurz kommen werde, ob ich meinen Job verliere, jetzt doch, ob die dritte Welle jetzt kommt, hier auch bei uns, ob mir das Älterwerden und Alleinsein nicht doch schwer zu schaffen machen wird und so weiter und so fort. Ich denke, da kann ja jeder seine eigene oder ihre eigene Geschichte erzählen. So suchen uns die Jünger der späteren Ostergeschichte in unseren Alltag auf und kommen uns im schummrigen Licht des gewohnten Trotz zur Hilfe. Auch Petrus und die Seinen hat der ganz normale Alltag wieder. Ich will fischen gehen. Gut, dann kommen wir mit, so die Antwort seiner bei ihm sich befindenden Jünger. Anderen Jünger. Sie gehen also ihrem Broterwerb nach, aber der Erfolg, wir haben es gehört, ist dürftig.
schön betont, fangen die Jünger in dieser Nacht keinen einzigen Fisch. Das kommt vor, höre ich ihre Erklärungsversuche. Es kann ja nicht jeder Fang gelingen, da musst du halt durch. Also wieder Zähne zusammenbeißen, so ist es eben. Und daran gewöhnt man sich. Daran haben wir uns vielleicht auch gewöhnt. So reden wir ja auch oft, dass es so eben ist, dass die Welt eben ist, wie sie ist. Dass die einen immer reicher werden und den anderen das Nötige zum Leben fehlt. Dass Kinder aus armen Verhältnissen deutlich schlechtere Bildungsaussichten haben als solche aus wohlhabenderen Familien. Ganz auch das kann man hören. Manche hatten jetzt in Italien zum Beispiel ein Jahr überhaupt keine Schule, was das bedeutet für Kinder, ein Jahr versäumt zu haben. Auch kein Unterricht zu Hause gehabt zu haben, per Internet. Das haben ja gar nicht alle Internet. In manchen Gegenden auf jeden Fall nicht. Oder dass Gewalt in Syrien schon zur normalen Nachricht gehört. Dieser Krieg da in Syrien, der hört einfach nicht auf. Und dass die Kinder, wer denkt noch an sie? Von Tschernobyl an Leib und Seele unter der Katastrophe schon vor 35 Jahren leiden bis auf diesen Tag. Wer denkt daran noch? Ich kann mich noch gut daran erinnern, da war ich in Bonn am Rhein, gerade spazieren, als die Katastrophe von Tschernobyl war. Aber so ist das halt. Man kann sich auch nicht über alles aufregen. Meine Güte, ich kann mich auch nicht mit allen auseinandersetzen und da mitfiebern und da Empathie zeigen. Geht doch gar nicht. Ohne Hoffnung für die Welt ziehen wir uns oft zurück in eine private Welt. Und lassen uns von den Jüngern mitnehmen ins Boot des Alltagstrotz. Liebevoll spricht die Jünger jetzt ein Fremder vom Ufer aus an. Kinder, sagt er, habt ihr nichts zu essen? Habt ihr nichts, was euch satt macht? Und der langen vergeblichen Nacht, nach der langen vergeblichen Nacht, hungert ihr etwa? Liebe meine Kinder, nennt er sie. Erwachsene Männer werden zu Kindern. Aber bei ihnen dürfen sie halt Kinder sein, ohne das Gesicht zu verlieren. Und als Kinder können und dürfen sie ganz offen sagen, wie es um sie bestellt ist. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Ganz offen, ohne Ausflüchte und Beschwichtigungsversuche, kommt ihr nein. Mehr brauchen sie nicht zu sagen. Denn wer sie fragt, weiß um die Leere und Trostlosigkeit ihres Alltags. Er weiß um die erfolglosen Versuche, diesem Alltag einen Sinn abzugewinnen. Er weiß um die Resignation, die sich wieder in den Herzen eingenistet hat. Er sieht tief hinein in das Herz und weiß darum, dass sie sich etwas anderes wünschen. Nein, wir haben nichts. Der Unbekannte am Ufer wird sich als Jesus herausstellen und wir wissen das natürlich längst. Und doch ist es so, noch können die Jünger Jesus nicht erkennen, noch ist es ein Fremder, aber sie spüren in seiner Nähe, brauchen wir uns nicht zu verstellen, wir können ehrlich sein, wie Kinder frei heraus. Sie spüren es und können es doch nicht wahr sein lassen. Wie oft kommt Jesus uns, liebe Gemeinde, entgegen, spricht zu uns, und wir erkennen seine Stimme nicht. In einem Kind, das uns anlacht und mit seinem Lachen vom Leben erzählt. In dem Freund, der uns anruft, gerade wenn wir uns einsam und wertlos fühlen. In der Kollegin, die uns ohne etwas zu sagen die Arbeit abnimmt, weil sie sieht, dass nichts mehr geht, dass wir uns haben fallen gelassen und gar nicht mehr aufstehen wollen. Aber vielleicht erkennen wir ihn auch deshalb nicht, weil sein Wort unserer Menschenlogik oft genug und kräftig widerspricht.
Was macht das für einen Sinn? Werft das Netz zur Rechten des Bootes, so werdet ihr verfinden, sagt der Unbekannte. Und die Aufforderung scheint auch widersinnig zu sein. Wie sollten auf der anderen Seite des Kiels mehr Fische sein als daneben, wo kein einziger zu fangen war? Aber die Jünger spüren sich wieder von der Aura Jesu umgeben und geben dem Zweifel nicht statt, sondern reagieren voll Vertrauen wie Kinder und lassen sich auf das ein, was ihnen der Fremde zuruft. Und mit ihrem Vertrauen nehmen die Jünger auch mich an die Hand, als wollten sie sagen, versuch es auch einmal. Versuch das, was du dir nicht vorstellen kannst. Versuch doch einmal das, was für dich ganz weit weg zu sein scheint. Denkst du noch daran? Ist da noch ein bisschen Hoffnung, ein bisschen Freude, ein bisschen Lust auf dieses Leben in dir nach diesem über einem Jahr Corona und was da alles an Dingen passiert ist in deinem Leben? Hast du noch ein bisschen Licht, ein bisschen Funken, ein Funken von Ostern in dir? Beginne neu mit der Zuversicht. Nimm die kleinen Zeichen der Hoffnung wahr, die Großes dann auch bewirken können. Wenn meine Spende für den Verein Karibuni Tansania auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, einem benachteiligten Kind, Jugendlichen oder Erwachsenen mit Behinderung gibt es unschätzbaren Lebensgewinn. Es schenkt Hoffnung. Und die Jünger hoffen trotz allem. Und gleich den Jüngern sollen wir unseren Zweifeln nicht das letzte Wort lassen. Gebt nicht auf, liebe Gemeinde. Lasst euch erfüllen von diesem Wort, das dir gilt. Und die Jünger lassen unseren Zweifeln, wie gesagt, nicht das letzte Wort. Auf Jesu Wort hin füllt sich das Netz der Fischer. Es füllt sich über die Maßen, sodass sie es nicht mehr zielen können. Und Jesu Wort ist entscheidend. Sein Wort wendet das Leben. Sein Wort erfüllt die Herzen der Jünger und gibt ihnen Glauben und Vertrauen auch in das scheinbar Unmögliche zurück. Hört nicht auf zu hoffen, dass Jesus zu dir spricht, dich meint und dir das geben möchte, was du gerade brauchst. Und dann wird dieser Fang dann, wenn es ankommt, bei dir im Herzen der Fang deines Lebens sein. Der entscheidende Fang, mit Sicherheit. Sein Wort wirkt durch ihre gezeichneten Fischerhände. Sein Wort wirkt durch sie und durch dich und mich. Und den Jüngern beginnt es zu dämmern, wer da zu ihnen spricht. Es ist der Herr. Wagt einer, der eine besondere Nähe zu Jesus hatte, seine Vermutung auszusprechen. Es ist Jesus, der die Blinden sehend und die Lahmen gehend gemacht hat. Das Wunder mitten im Alltag kann geschehen und es geschieht. Sein Wort hat die Netze mit Fischen und die Herzen mit Hoffnung und Freude erfüllt. Dort werden die Fische an Land überhaupt gebraucht. Das ist, finde ich, jetzt sehr spannend, denn längst rösten Brot und Fische auf dem Feuer. Jesus hat sie für die Seinen schon zubereitet. Und man stelle sich vor, mühsam ziehen die Jünger ihre Fische an Land und sind mega stolz darauf. Und dann werden diese überhaupt nicht gebraucht. Das Essen ist längst fertig. Jesus speist die Jünger nicht mit ihrem eigenen Erfolg ab. Es kommt ihnen nicht auf ihre Leistung an. Der eigene Erfolg ist brüchig und vergänglich. Der eigene Erfolg und das, was man im Leben glaubt zu sein, bleibt nicht und sättigt nicht, schon gar nicht die Seele. Es konnte keiner von den Menschen, die ich im Spital begleitet habe, das mitnehmen, was sie erwirtschaftet haben. Und das spielte auch komischerweise überhaupt, was heißt komischerweise? Es spielte zum Glück keine Rolle mehr, sondern die, die gestorben sind, die ich begleiten durfte, die sprachen von den Beziehungen. Toll, dass meine Frau mich begleitet. Oh je! Hätte ich doch mehr Zeit für meine Kinder gehabt. Den Auftrag, den letzten, hätte ich doch gar nicht annehmen müssen.
Aber nein, ich musste es machen und jetzt liege ich hier und habe den sicheren Tod vor Augen. Die Seele bleibt hungrig und Jesus zeigt den Jüngern und uns: Ich weiß, was ihr zum Leben braucht. Ich, sagt er, sorge für euch. Und wir nachösterlichen Jüngerinnen und Jünger, wir brauchen seine Einladung nur noch anzunehmen. Kommt, sagt er, es ist alles bereit. Und nichtsdestotrotz fordert er die Jünger auf, ihre Fische, das ist das Schöne, an Land zu bringen. Jesus nimmt dich an mit dem, was du an mit deiner Lebensgeschichte mitbringst. Jesus würdigt ihre Arbeit und schätzt unser menschliches Tun. Er zeichnet sie und er zeichnet uns aus als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an seiner Gemeinde, als Mitschaffende, Mitwirkende an der Herrschaft Gottes, am Reich Gottes. Und der Erfolg religiöser Arbeit, geistlichen Eifers und der Erfolg unserer Hände und Köpfe Arbeit bleiben jedoch zwielichtig und angefochten auch eine Woche nach Ostern. Soweit, liebe Gemeinde, diese Geschichte für uns eine Woche nach Ostern erzählt. Auch bei uns, wie gesagt, ist das Leben weitergegangen. Auch wir sind wieder eingetaucht in unseren Alltag. Aber eine Woche nach Ostern wird uns nochmals ein Festmahl bereitet und der Auferstandene tritt in unser Leben. Und aufs Neue haben wir gehört, dass wir allein aus seinen Händen das neue Leben empfangen. Allein seinem Wort verdanken wir unseren Wert und unsere Würde. Das ist reformatorische, das ist reformierte Botschaft, das ist das Evangelium, das wir verkündigen hier. Alles ist bereitet, bevor wir ans Ufer treten. Nein, du musst gar nichts machen, aber du bist eingeladen, am Festmahl teilzunehmen. Der Tisch ist für dich gedeckt, wie es auch im Psalm 23 heißt. Er, der Herr, sorgt für uns und schenkt uns voll ein. Er schenkt uns Osterhoffnung. Und dann, ein Mensch, der nicht hofft, verzichtet auf seine Freiheit. Wenn du dich einladen lässt von Jesus, wirst du diese Freiheit spüren. Du wirst die Königswürde, ich habe es ja bei Maru gesagt, die Königswürde, die Jesus bei deinem Einzug in Jerusalem mitgebracht hat, als deine Menschenwürde erleben. Und die Menschenwürde zieht Freiheiten nach sich. Und die Freiheit, die wir haben als Mensch, ist sich zu beschenken lassen von Gott her, auf dass wir dann selbstbewusst und gestärkt Verantwortung übernehmen und dafür Sorge leisten, dass auch andere sich frei fühlen können. Frei, ich denke an die Kinder, von denen ich eben gesprochen habe, frei von körperlicher Gewalt, frei von Unterernährung, frei von Hass, von Gleichgültigkeit, sondern gebunden an die Liebe. Wer frei ist unter uns, der wählt selbst seine Abhängigkeit mit Gott, zu sich selber, in Liebe und zu seinem Nächsten. Es schenkt Jesus seine Hoffnung uns auch dann, wenn es für uns Karfreitag wird. Kommt, denn es ist mit Ostern alles bereit. Jesus Christus spricht: Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltenende. Das heißt, für immer und an allen Orten. Amen.
Lasst uns beten. Lieber Gott, du lädst deine Jünger dazu ein, das letzte Mal an der anderen Seite vom Boot ins Wasser einzutauchen, fallen zu lassen. Gib uns die Kraft dazu, dass wir das auch in unserem Leben machen. Gewohnheiten, die wir so gut kennen, zu versprechen. Und nimm uns dazu bitte die Angst, denn die Runde, den Spaziergang, den wir machen, immer von der einen Richtung in die andere, mal anders herum zu gehen, braucht schon manchmal ein bisschen Überwindung oder mittags nicht einfach mal den Platz zu wechseln, um eine andere Perspektive zu bekommen, auch wenn wir seit Jahrzehnten vielleicht auf dem Stuhl oder auf dem Sessel saßen, einfach mal woanders zu hocken. Und das auch im übertragenen Sinne, dass wir nicht nur auf das gucken, was vor Ort ist, sondern über den Tellerrand hinaus, dass andere Menschen unsere Hilfe brauchen, dass wir spüren, dass wir gebraucht werden, dass es gerade auf dich, auf deine Gegenwart, auf deine Hilfe, auf deine Liebe ankommt. Gib uns die Kraft dazu. So beten wir für die Kranken, dass sie in ihrem Leid nicht allein gelassen werden. Für uns, dass du uns die Augen öffnest für das, was um uns herum geschieht und uns die Kraft gibst, in deinem Namen zu handeln, wo wir gebraucht werden. Wir bitten dich für alle Menschen, die sich um Menschen kümmern, die Hilfe brauchen, dass sie die passenden Worte finden und das Rechte tun. Für alle, die für eine bessere, eine gerechtere, eine friedlichere Welt eintreten, dass sie mit ihrem Einsatz etwas bewirken und ihre Träume wahr werden. Für alle, die sich Gedanken über die Zukunft machen, dass sie Gleichgesinnte finden, die sie unterstützen, ihre Gedanken zu verwirklichen. Für alle Christinnen und Christen, dass es ihnen gelingt, deiner frohen Botschaft so mit Worten und Taten Gehör zu verschaffen. Und so in diesem Vertrauen, in dieser Freiheit, die du uns schenkst, selber immer Ja oder Nein zu sagen, selber uns zu binden und zu lösen, so wie es Petrus gesagt hast und seinen Jüngern, binde du uns, indem wir uns von uns selber lösen. Und wir sprechen das gemeinsam. Wir sprechen gemeinsam das Gebet nun und wer kann, stehe dazu auf, dass du uns zu beten gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören nun die Melodie des Osterliedes von Paul Gerhardt. Ich lese zuvor die Strophen 1, 2 und die vierte vor. Paul Gerhardt schreibt im 30-jährigen Krieg: Nun freut euch hier und überall, der Herr ist auferstanden, im Tod brachte er den Tod zu Fall und macht die Hölle zu Schanden. Des Lebens Leben lebet noch. Sein Arm hat aller Feinde Joch mit aller Macht zerbrochen. Die Morgenröte war noch nicht mit ihrem Licht vorhanden, und siehe, da war schon das Licht, das ewig leucht, erstanden. Die Sonne war noch nicht erwacht, da wachte und ging auf voll Macht die unerschaffene Sonne. Ich will von Sünden auferstehen, wie du vom Grab aufstehst,
Ich will zum anderen Leben gehen, wie du zum Himmel gehst. Dies Leben ist doch lauter Tod. Drum komm und reiß aus aller Not uns in das rechte Leben. Thank you.
Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen auch den Fisch. Gebe dir